Ja, wir haben heute wieder einen traumhaften Skitag hier in Obergurgl und Hochgurgl. Wir haben fast alle Pisten offen, die Lifte sowieso. Die Pistenverhältnisse sind bestens. Nebenaus sollten wir im Moment natürlich nicht fahren, aber wir können gut fahren und wir freuen uns auf unsere Gäste und können ganz gelassen den nächsten Tagen entgegenschauen. Ja, neu. Neu ist natürlich, dass wir heuer im Quattro Funpark in der Funslope wieder neue Elemente, neuen Spaß haben. Ganz neu der Top Mountain Crosspoint in Hochgurgl mit Restaurant und neuer Zähnenkabine bauen. Auch die Schönwies-Hütte ist neu und hat inzwischen aufgesperrt. Es gibt also einen Haufen Sachen, die man sich diesen Winter in Obergurgl und Hochgurgl anschauen kann. Ein Haufen Neuigkeiten. Wir haben auch wieder einen Haufen Events und viele wöchentliche Veranstaltungen. Hier oben am Festkogel haben wir wie jeden Winter unsere Nachtskishow mit Nachtskilauf am Dienstag. Der Nachtskilauf am Donnerstag findet in Hochgurgl statt und am Mittwochabend ist natürlich wieder für alle Hüttenabend auf der Hohen Mut. Ich persönlich freue mich heuer auf sehr, sehr viele Dinge in Obergurgl und Hochgurgl. Wir werden am 9. Jänner wieder einen Lawinensicherheitstag machen, wo ich gern selber dabei bin, weil man einfach viel lernen kann fürs Fahren im Gelände und viele Sicherheitsaspekte durchtrainieren kann. Wir haben eine Bauder Snow Week, wo wir Skiguiding im Bauder anbieten mit Yoga und Snow. Wir haben heuer wieder Open Faces am 9. April und danach natürlich ein großartiges Skifinish wieder mit Yoga und Snow, Filmguiding. Und ja, da kommt viel und viel, auf das man sich freuen kann in Obergurgl Hochgurgl.